Lipsitzer Pfadfindergilde hat spontan ein Hilfsprojekt für rumänische Roma rund um den steirischen Flossmeister Fritz Dirninger unterstützt. Mit Hilfe vom Baumeister Hubert Spreitzer wurde sogar ein gebrauchter Bagger 900 Kilometer in die Roma-Siedlung Lucani transportiert. Wann wo der Hut brennt oder wenn wir wissen, sozial ist, was zu spenden, sind wir da, wenn es wo sinnvoll eingesetzt ist. Und dann haben wir vor Weihnachten einmal gesprochen, wo dann mal wieder was spenden, was einen Sinn macht und nicht auf Zwang, sondern einfach, wenn es wo passt. Und dann ist das Projekt am Tisch gekommen und da haben wir den Fritz Dirninger einmal gebeten, dass er zu uns kommt. Und der Gildevorstand war da und der hat das vorgestellt mit Fotos und einem Film und das war sehr berührend und da haben wir gesagt, wir unterstützen das. Und dann ist nämlich auch ein Bagger plötzlich ins Spiel gekommen. War der dort angefordert? Ist da irgendwas gefragt gewesen, dass die dort dringend auch so Gerätschaften benötigen? Ja, freilich jede Art vom Bauhandwerkzeug angefangen. Nicht? Wir haben ja da teilweise dann mit leicht mittelalterlichen Gerätschaften gearbeitet. Also die Qualität oder von dem Werkzeug, das kann man nicht mit unserem, was wir kennen, da vergleichen. Und somit war natürlich der Bagger, den was der Hubert dann im Zuge eines Gespräches da quasi gespendet hat oder was, das ist natürlich die Errungenschaft für da unten. Wie war das eigentlich? Wir sind da unten angekommen mit dem Bagger. Nach 13 Stunden Fahrt habe ich gehört. Ja, Anreise 900 Kilometer, lauter neue Bilder, neue Eindrücke, nicht? Und das hat sich dann natürlich unten dann nur mehr verstärkt, wenn man vor Ort ist. Wie war da der erste Eindruck von diesen Menschen, von dieser Landschaft, wie die dort ein bisschen vergessen eigentlich leben? Wie ist da der erste Eindruck? Da haben wir das andere dabei noch nicht gesehen. Nicht? Wir haben nur gesehen, die Hilfsbereitschaft, da waren dann schon eine Truppe vor uns unten, die was eh zweimal im Jahr nimmt der Dirninger Fritz die mit runter nicht? Und die helfen halt dann ständig auch zwei Wochen. Es gibt 600.000 Roma in Rumänien. Was die Hilfsbereitschaft betrifft, kann das eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Ja, so ist es. Und da ist für ein Dorf in Ica, wie sie das jetzt nennen, ist der Grund gekauft worden. Die dürfen dort jetzt leben, die leben legal dort. Also die werden nicht vertrieben und da sind halt einige Häuser schon aufgestellt und die muss ich sagen, die leben dann ferner als dieser Vier-Sterne-Hotel. Sie haben zwar noch kein Fließwasser und nichts, sie haben einen Brunnen, wo sie Wasser haben, wo auch ein Trinkwasser ist, aber in die Häuser selber haben sie kein Fließwasser, gar nichts. Sind die Leute dort auch willig mitzuarbeiten? Die Leute sind sehr wohlwillig, nur ist die Schwierigkeit, weil ja teilweise, wenn ich nur die Männer hernehme, in meinem Alter, teilweise Analphabeten sind. Also ist schwierig, einen Maßstab zu erklären, wo Ziffernummern sind. Genauso wenig, wenn du halt irgendeine Skizzen anschaust oder magst oder einen Plan oder was. Also es ist relativ schwierig. Bei den Jungen, sage ich jetzt einmal, die was so bis 20 Jahre sind, da ist das schon besser. Die haben schon eine Schulbildung. Und da sieht man gleich einmal was lesen und schreiben, was das wert ist. Was brauchen die Leute notwendig, um den Leuten dort wirklich effektiv zu helfen? Warme Kleidung ist nach wie vor wichtig, weil die Winterzeit ist fern, es ist genauso kalt wie bei uns und sie haben halt keine isolierten Häuser und sie leben halt auch wild draußen. Und warme Sachen, wie gesagt, auch nach wie vor. Vor allem gingen die warmen Sachen auch dann eventuell weiter nach Glusch, also Klausenburg auf die große Müllhalde. Decken. Also wo die Leute wirklich noch, ich meine, man kann es einfach beschrieben, ein paar Europaletten zusammengeklemmt und eine Plastikplane drüber oder was und da wird Jahr ein Jahr aus, wird der Grund drinnen. Also da, das muss man gesehen haben, sonst kann man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Weil wenn es regnet, es ist nicht jetzt doch dicht, ne? Das ist alles feucht dann drinnen. Nein, wenn man es nicht selber gesehen hätte, also ich habe es nicht vorgestellt so. Was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Hilfsgüter, die ihr nach Rumänien bringt, dass die wirklich bei den Leuten ankommen, aber die brauchen auch eine gewisse Voraussetzung. Ein Geben und ein Nehmen, nicht? Also es ist nicht so, dass einfach jetzt da alles abgeliefert wird und die Leute werden da überhäuft mit Bekleidung und allen möglichen, sondern es ist sowohl da so eine Struktur vorhanden, es ist ganz wichtig, dass die
Familien, die was mithelfen, weil jeder tut nicht mit, das ist auch ganz klar. Aber die Familien, die was willig sind, dass die Kinder einmal einer Schulpflicht nachkommen. Dass die Männer beim Hausbau oder bei den anstehenden Projekten mithelfen. Auf die Art, geht dann ein bisschen noch an so ein Punktesystem, dann ist also eine Familie berechtigt, dass sie in so ein neu gebautes Haus einziehen kann. Wo liegt eigentlich die Chance von dieser Bevölkerungsgruppe? Nur über die Jungen. Das geht nur über die Jungen. Die Kinder, dass sie eine Schulausbildung haben und dass sie wieder in ein normales Ding einintegriert werden, dass sie wieder arbeiten gehen können. Ja, Schulbildung, Ausbildung, also mal so die normale Schulbildung. Ziel. Und der Rumäne müsste halt ein bisschen mehr Akzeptanz dem Roma gegenüber auf die Welt bringen und eben nicht nur als dreckigen Zigeuner sehen, der was zu nichts nutzt ist oder was. Na, jetzt ist dieser Ipsitzer Bagger dort. Was hat er dort für Funktion und kann der auch von diesen Romas bedient werden? Der Mario, das ist also einer, der was auch nur, glaube ich, zusätzlich, ich glaube, der ist 4-5 im Jahr unten. Und der ist bei der Firma Heider Baggerfahrer, also Professionist, und der bedient das Gerät dann. Und der macht in der Zeit, wo er unten ist, eben sämtliche Arbeiten, sei es Kanal für Kanalisation, Aushub für Fundamente, sei es jetzt da die Mülldeponien ausheben und verfrachten. Oder eben auch, wie es beim Holzbau ist, jetzt da mit dem Hydraulikgarn, dass man diese Fertigteilwände aufstellen kann. Einfach maschinell aufstellen kann. Ich kann mir vorstellen, der ist dort unten goldeswert. Absolut goldeswert. Und wunderschön, wenn also ein Bagger mit Firma Spreiz und einem kleinen rot-weiß-roten Fahne vor dir durch die Ortschaft blitzt. Und so ist nun der Ipsitzer Bagger weiter unterwegs im Dienste der Menschlichkeit.